Hallo hier beim Hauptstadtsport TV Weekend Flashback. Macht euch bereit, denn es gibt viel zu berichten. Am Freitag spielte der LTTC Rot-Weiß gegen den Bielefelder TTC. Es gab einen souveränen Sieg und vorzeitigen Klassenerhalt für die Berliner. Durch ein 7:2 am Sonntag in Bremen konnten sie die Saison sogar auf Platz 3 abschließen. Sehr stark. War eine ordentliche Saison und ich denke, wir sind happy, dass wir jetzt schon am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt sichern konnten. Heute super Tag für uns. 5:1 nach den Einzeln. Freue mich einfach mega. Es war nochmal ein guter Abschluss heute. Nicht so gut lief es für die Herren des TC Blau-Weiß. Die empfingen Essen. 1:8 mussten sie sich geschlagen geben. 5 Match-Tiebreaks in den Einzel, die allesamt verloren gingen. Ganz bittere Niederlage, die den Abstieg aus der zweiten Bundesliga besiegelt hat. Also wir hatten heute nochmal die Möglichkeit, aus eigener Kraft die Klasse zu halten, ist uns nicht gelungen. Ja, das ist natürlich alles sehr, sehr unglücklich gelaufen. Wir sind super enttäuscht, jetzt gerade. Mit den Nord Meets Masters rief die LG Nord vor 2 Jahren eine tolle Veranstaltung für Senioren ins Leben. Die Teams mussten in Einzeldisziplinen und in einer Staffel beweisen, dass es auch im Alter noch sportlich zugeht. Auch in diesem Jahr gab es beim Sommerfest des Berliner TSC ein großes Angebot an sportlichen Aktivitäten, Aufführungen und kulinarischen Köstlichkeiten. Jede Abteilung stellte sich den Besuchern vor, eine ideale Möglichkeit, den Verein genauer kennenzulernen. Auch beim BSV ADW ging es letztes Wochenende festlich zu. Der Club Italia feierte seine Aufnahme in den Verein. Sportliche Aktivitäten oder Live-Musik, all das und vieles mehr gab es beim Familiensportfest zu erleben. Welche Schulklasse in Reinickendorf ist die sportlichste? In der ersten Berliner Schulchallenge wollten das 250 Schülerinnen und Schüler herausfinden und haben in verschiedenen Disziplinen so viele Punkte wie möglich gesammelt. So. Und wenn ihr meint, das war ja ein ganz schön volles Wochenende, dann haltet euch fest, was nächste Woche alles ansteht. Am Donnerstag machen wir eine Bootsfahrt über die Spree mit 60 ehemaligen Olympiateilnehmern. Seid gespannt. Am Freitag geht's zum Handball. Saisoneröffnung in der dritten Bundesliga. Der VfL Potsdam empfängt die Eintracht Hildesheim. Am Samstag sind wir beim Sportfest des SCC Abteilung Leichtathletik mit Wettkämpfen in allen Disziplinen. Im Tennis werden am Samstag die Jugendverbandsmeisterschaften ausgetragen.
Der Eröffnungstag findet bei Blau-Gold Steglitz statt. Außerdem am Samstag feiert der BTTC Grün-Weiß Sommerfest. Sonntag ist Football-Time, das Entscheidungsspiel um den Aufstieg Spandau Bulldogs gegen Berlin Adler. Beide Teams sind ungeschlagen und das erste Spiel endete unentschieden. Ein super spannendes Aufstiegsderby erwartet uns. Ebenfalls spannend wird es natürlich auch auf der Trabrennbahn Mariendorf. Nach dem Derby sind wir am Sonntag endlich wieder am Start und warten gespannt, wen wir im Gönner Circle begrüßen dürfen. Und La Grasse, Berlin, steh auf! Berliner Stute gewinnt das Stutenderby! Michael Nimczek gewinnt das Derby! Dein erstes Derby, La Grasse! La Grasse und Michael Nimczek gewinnt das erste Stutenderby! Und alle guten Dinge sind drei. Außerdem noch am Sonntag der 5. Berliner Flussbadpokal. Ein inklusives Breitensportereignis, das eine einmalige Möglichkeit bietet, sportlich und mit Ehrgeiz zu schwimmen oder einfach nur das Flussbad entlang der Museumsinsel zu testen. Bei all diesen Aktivitäten bin ich jetzt schon aus der Puste und auch gespannt, was ich euch nächste Woche alles berichten kann. Wir sehen uns beim Hauptstadt Sport TV Weekend Flashback.